Ja, hallo ihr Lieben. So, jetzt bin ich das zweite Mal live, so innerhalb von einer Woche. Und die meisten werden denken, ja, der Ralf, der macht das ja schon immer. Für mich ist dieses Medium Kamera oder Video noch immer mit sehr viel Aufregung verbunden und live zu sprechen besonders, weil da kann man es nicht schneiden. Ne? Ja, hallo Petra. Da kann man es nicht schneiden, da kann man nicht mehr auf Stopp sagen, wenn man jetzt nochmal, sondern man muss da so sprechen. Auf der anderen Seite fand ich das ganz schön, wo ich das Gefühl habe, da sind Menschen, die sind so direkt auch da, die hören einem in dem Moment zu. Und eigentlich geht es immer darum, halt aus dem Herzen zu sprechen. Und ich habe mich jetzt heute hier mal hingesetzt auf unserer kleinen Balkonterrasse hier. Hintergrund ist das noch alles grün, aber die Luft ist schon sehr abgekühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber man hat das Gefühl, der Sommer ist noch ein bisschen, der ist schon vorbei. Ja, schade, aber vielleicht bekommen wir ja noch ein paar warme Tage. Ja, als Thema habe ich mir heute mal den Seelenführer genommen. Und wer mag, kann natürlich auch jetzt hier live Fragen stellen oder nachher auch im Guten Abend, Gabi, auch im Beitrag darunter. Der Beitrag wird gespeichert für alle, die jetzt noch kurz reinschauen und sagen, Mensch, ich muss jetzt aber das Essen für die Kinder machen. Ne? Also ganz entspannt. Der Beitrag wird gespeichert und ist dann auf unserer Timeline dann zu finden, kannst du dir nachher in Ruhe anschauen. Ja, Seelenführer, muss ich euch gestehen, am Anfang, als ich mit dieser Arbeit anfing, da hatte ich mit diesen spirituellen Dingen wenig am Hut. Also ich komme ja so aus der Coaching-Hypnose-Arbeit und habe erstmal Menschen zurückgeführt in so eine früheste Kindheitssituation, bestimmte Dinge aufzulösen. Und daraus hat sich dann das so weiterentwickelt, dass wir immer weiter zurückgegangen sind und dann sie in frühere Leben waren und sich da die Dinge dann auflösten. Und das war am Anfang natürlich total aufregend und spannend, auch so diese Geschichten dann zu hören, was die Leute denn waren, was für Berufe sie hatten, was denn für Ereignisse passierten, aber vor allen Dingen natürlich auch, was es dann so für Heilung gab. Also ich habe so etliche Phobien, Angst vor Spinnen, Wasser und ähnliches über rückführend frühere Leben aufgelöst. So, also mit den spirituellen Sachen, die ich zusammen mit Nicole heute anbiete, hatte das noch recht wenig zu tun. Und als ich bei dem Alexander Goschny war, ein Lehrer, den ich bewusst gesucht habe, einfach jemanden zu finden, der eine profunde Kenntnis von dieser Arbeit hat, der in seinen Büchern, Werken auch so eine ganze Welt der Reinkarnation, der Rückführungstherapie entwickelt hat, der ist vor wenigen Jahren verstorben, im hohen Alter von, ich glaube, 87 Jahren, der hat zum ersten Mal dann, oder für mich zum ersten Mal vom Seelenführer erzählt. Und mit dieser Idee des Seelenführers, da konnte ich mich von Anfang an gut anfreunden. Aber so unter uns gesagt, war das für mich nicht so sehr, dass ich sage, ja, wow, da steht jetzt neben mir und den sehe ich, sondern für mich war das, ich sage, ja, das ist eigentlich ganz schön. Es gibt einfach ein Ratgeber, ein Freund in der spirituellen Welt und den kann man einbeziehen, den kann man auch in der Arbeit mit einbeziehen und den kann man sich persönlich wenden. Der kennt einen schon länger, auch wenn man vielleicht jetzt noch so in diesem Leben noch gar nicht so das Gefühl hat, ihn getroffen zu haben. Und der begleitet einen über mehrere Inkarnationen. Aber für mich, ich habe damals so viel so mit inneren Mentoren gearbeitet und dann kam halt der Seelenführer eigentlich so als Steigerung oder sozusagen als so die Essenz für mich dann hinzu. Ja, also für mich war das eher so ein Konzept, wobei das klingt vielleicht sehr, sehr rational, aber ihr werdet euch wundern, ich bin eigentlich ein sehr
sehr rationaler Mensch und ich habe die Dinge immer hinterfragt und ich wollte das immer herausfinden und testen. Ich war aber auch immer oder ich bin auch immer offen allen Dingen gegenüber. Also ich habe irgendwie so viele Erfahrungen gemacht im Laufe der Jahre, dass ich grundsätzlich erstmal, ja, okay, kann sein, ich bin offen, mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Und genau, eines Tages war denn, gab es dann so ein Ereignis in meiner Ausbildung, die ich damals gegeben habe. Da kam eine Ausbildungsteilnehmerin auf mich zu, die auch schon 2 Jahre in meiner Ausbildung war. Und also damals war es eine Coaching-Ausbildung, keine Rückführungsausbildung. Und von ihr wusste ich, dass sie Engel sehen kann. Und das habe ich auch geglaubt. Also sie hat eigentlich so fast seit Kindheit, seit Jugendzeit, konnte sie halt diese spirituellen Wesen einfach sehen. Und wenn sie sagt, Mensch, da hinten stehen die, ich weiß oft gar nicht, warum die dann im Raum sind. Und die kam dann eines Tages dann zu mir, das war nicht so in so einer Seminarpause, und kam dann zu mir und sagt, du, ich sehe deinen Seelenführer hinter dir stehen. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, ich sehe jetzt deinen Seelenführer hinter dir stehen. Also ich war ein bisschen so inzwischen erschrocken, gespannt und ja, was muss ich jetzt tun? Und sie hat ihn dann beschrieben, hat gesagt, wie er aussieht, dass er sehr groß ist, dass er, also kann das gar nicht, habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber was ich in Erinnerung habe, dass sie ihn so beschrieben hat, wie ich ihn selber in meinen Visionen, in meinen geistigen Reisen damals gesehen habe. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und ich hatte auch das Gefühl, da steht jetzt hinter jemand. Also ich sehe die Sachen nicht so richtig, sondern wenn ich dann hineingehe, ich spüre die Dinge dann mehr. Und dann habe ich, gab es für mich so eine kleine Veränderung. So, ja, den gibt es wohl tatsächlich. Also das ist nicht irgendeine spinnerte Idee, die wir uns von dem Herrn Goscinny oder von anderen Menschen, sondern die gibt es wohl tatsächlich. Und wenn man dann so weiter forscht und auf YouTube bestimmte Berichte sieht oder von Dingen, die von anderen Medien, die halt eine visuelle Hellsichtigkeit haben, die sagen, ja, da steht jetzt der und der, dann glaube ich das heute. Ne? Das ist einfach so. Also seht, ich möchte euch ein bisschen so von den persönlichen Erfahrungen erstmal erzählen, bevor ich dazu komme, was kann man mit dem machen, was tut ihr denn so? Dann gab es ein weiteres Ereignis, und das hat mit Nicole zu tun. Als sie damals in meiner Ausbildung war, sie ist eigentlich mehr oder weniger durch Zufall bei einer bestimmten Thema in ein früheres Leben gekommen und hat da so, das war so ihre erste Erfahrung. Und dann gab es in einer weiteren Session in dieser Ausbildung ein Ereignis, wo sie dann plötzlich stand und so, wo sie ihre Augen sich mit Tränen füllten vor Freude und sie hat dann ein Lichtwesen, was sie innerlich auch gut beschreiben konnte, gesehen. Und sie bekam auch eine Botschaft von diesem Lichtwesen. Und dann habe ich sie gefragt, weißt du, wer das eigentlich ist? Und sagt sie, nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und habe ich ihr gesagt, das ist deine Seelenführerin. Und dazu müsst ihr wissen, in dem Kurs haben wir nicht über Seelenführer gesprochen und solche Dinge. Also das war, sie konnte es nicht wissen, sie hat auch vorher nichts drüber gelesen. Und das ist natürlich irgendwie schön, das war für mich so ein weiterer Beweis, ne? So, also das gibt es das, tatsächlich, das ist also sagen wir, für mich ein subjektiver Beweis. Ne? Du kannst auch anders drüber denken und sagen, ja, also so objektiv ist es nicht, ne? So, ich müsste ihn erstmal selber sehen, kann ich ja verstehen, aber für mich war es einfach ein subjektiver Beweis. So, und alle Dinge sind drei. Ich möchte mit euch noch so ein drittes Ereignis teilen. Das klaue ich jetzt auch nochmal von der Nicole, weil sie hatte mal eine wunderbare Session vor einigen Jahren mit einer Klientin. Die hat eine Seelenreise bei uns gebucht. Hallo Konstanze, schön, dass du da bist. Schön Saskia, dass du da bist. Die hat eine Seelenreise bei uns gebucht und die war
ist natürlich nicht nur wahr, sondern die gibt es ja tatsächlich, die ist sehr medial, sehr offen und das ging alles sehr leicht und sehr schnell bei ihr. Und da gab es einen Moment so in dieser Session, da hat diese Klientin halt zwei Dinge etwas beschrieben und sagte, ja, ich sehe meine Seelenführer und das war nicht nur eine, es waren mehrere. Und dann sagte sie so, Nicole, ich sehe auch deine Seelenführer. Also man kann nicht nur einen Seelenführer haben, man hat in der Regel so einen Hauptseelenführer und vielleicht so weitere, so als für bestimmte Themen, so spirituelle Helfer. Das ist bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Nina, du bist nicht zu spät, wir nehmen das auf und das kannst du dir gleich alles noch in Ruhe anschauen. Und sie hat halt Nicoles Seelenführerin beschrieben und auch die anderen beiden und stimmte auch exakt mit dem inneren Bild überein, was Nicole hat. Dann kann natürlich auch was mit medialer Übertragung zu tun haben. Natürlich hat das mit medialer Übertragung zu tun, aber es war auch vom Gefühl her eine unheimliche Energie in dem Raum und es war wirklich so für beide auch spürbar, die sind tatsächlich da. Und ich glaube auch, dass er jetzt bei mir ist, also mein Seelenführer, und sich freut, dass ich ein wenig über diese geistige Welt berichte. Und das ist so auch etwas, worum ich mich auch immer traue hier, warum ich es wichtig finde, halt auch vor der Kamera, das den Menschen einfach näher zu bringen und dass es sich etwas verbreitet. Weil den Seelenführer, das glaube ich inzwischen, den hast du so oder so, ob du jetzt dran glaubst oder nicht dran glaubst, die sind einfach da und der Seelenführer, der begleitet dich über mehrere Inkarnationen. Also das ist so das Lichtwesen, was auch bei dir sein wird, wenn du irgendwann sozusagen dieses Leben beendet hast. Neben anderen, die dich erwarten werden aus deiner Seelenfamilie, aber der Seelenführer wird dich auch in Empfang nehmen. Und sage ich gleich Carina, genau. Wird mit dir auch Rückschau auf dieses Leben halten. Ja, diese Begriffe sind synonym, also geistiger Führer, Geistführer, Seelenführer ist das Gleiche. Genau, jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau, Geistführer, Seelenführer ist das Gleiche für die gleiche Sache. Und dann geht da sozusagen eine Rückschau dein Leben durch und so nach dem Motto, was war gut, was hättest du besser machen können. Und bereitet auch mit dir die nächste Inkarnation vor. Und dieser Seelenführer halt, den hast du über mehrere Inkarnationen. Wie viel das sind, es sind mit Sicherheit nicht 3 oder auch nicht 5, es sind wahrscheinlich 10, 20, vielleicht auch 30. Bis vielleicht irgendwann sozusagen dann für dich wichtig ist, dass du einen anderen Seelenführer bekommst, weil auch die Seelenführer haben unterschiedliche Qualitäten und hast eigentlich immer den, der so zu dir passt. Ja, und wie sieht denn so ein Seelenführer aus? Wie kann man sich das vorstellen? Die sind natürlich männlich oder weiblich. Na, ganz, ich sag mal so, eigentlich sind es Energie-Lichtwesen und insofern spielt das Geschlecht keine Rolle. Aber für uns Menschen hier auf Erde, für uns ist hilfreich, dass sie für uns so eine Gestalt annehmen oder wir ihnen eine Gestalt geben. Und für manche ist es dann eine weibliche Gestalt, die anderen eine männliche Gestalt. Die meisten zeigen sich als alte, weise Frau oder alter, weiser Mann, weil verknüpft man mit dem Seelenführer sowas wie Weisheit. Kann auch in Form eines Engels erscheinen. Manche sehen, wenn sie das erste Mal auf einen Seelenführer treffen, dass eher auch schon mal einen lieben alten Verwandten, vielleicht die liebe Oma oder Opa da drin, wäre so streng nach dem Konzept jetzt erstmal kein Seelenführer, weil bei den Seelenführern gehen wir davon aus, dass die nicht mehr inkarnieren, dass die den Inkarnationszyklus abgeschlossen haben und dann in der geistigen Welt ihre Arbeit verrichten. Aber in der praktischen Arbeit ist das für uns dann in dem Moment nicht so wichtig, weil es auch die liebe Oma wird dann erscheinen und hat vielleicht auch bestimmte Aufgaben jetzt für dich oder hat bestimmte Ratgeber. Also das
ist in der praktischen Arbeit, nehmen wir mal den Seelenführer, der dir erscheint, ist klar. Manche sehen auch religiöse Führer, sei es jetzt Jesus oder Buddha oder Mohammed, ne, je nach religiöser Richtung. Und streng genommen, mein Geistführer ist ein Mönch. Ja, das kann natürlich so. Manche sieht man auch als, ne, so sagen, das ist ein Mönch, ne, so, der hat wahrscheinlich auch bestimmte Qualitäten. Also warum erscheint er dir als Mönch zum Beispiel? Ne? Genau, meiner sieht fast aus wie Jesus, genau. Also Jesus erscheint öfter. Das haben wir auch bemerkt so in unseren Arbeiten halt. Also Jesus erscheint sehr oft. Und das Gefühl, dass Jesus ist gerade jetzt mein Seelenführer, ist es ein Seelenführerpunkt. Ne? So. Und, aber Jesus erscheint sehr oft und ist sehr oft auch mit mir sehr oft verbunden. Genau, Daniela hat eine Frage. Ich habe meine ersten und bisher einzigen Rückführungen mit dir, meine Seelenführerin, kennengelernt, bin seitdem bewusst eng mit ihr verbunden. Das ist schon was sehr Besonderes. Ja, das freut mich, Daniela. Das freut mich. Genau. Ja, die freuen sich natürlich nicht nur, wenn man so am Ende des Lebens oder am Anfang, bevor dieses Leben startet, mit ihnen Verbindung hat, sondern natürlich auch während des Lebens dann hindurch, sodass man sie auch fragen kann, ne? So, was gibt es, dass man zu bestimmten Lebensfragen einfach so in Kontakt mit seinem Seelenführer tritt und dann auch eben diese Frage stellt. So Maike hat gefragt, warum kann man sich auch selber sehen? Bei mir waren es 3. Ja, das ist doch schön. Manchmal sind es einfach auch mehrere. Also ich hatte eine Zeit lang, waren bei mir auch 3 sehr, sehr präsent. Im Moment ist einer präsent. Die standen bei mir, standen so für unterschiedliche Qualitäten. Also es gab dann, ich habe so, mein Seelenführer ist männlich. Es gab auch dann eine weibliche Seelenführerin, die bestand für eine bestimmte Qualität in dieser Lebensphase. Die ist im Moment gerade nicht so präsent halt. Ne? So, also die nehme ich im Moment nicht so wahr, aber das kann sich immer mal wieder ändern halt. Dass, ich hatte eine Zeit lang auch die Möwe Jonathan als. Das ist eigentlich kein Seelenführer, eigentlich wäre eine Möwe ein Krafttier, ne? Aber die Möwe Jonathan symbolisierte für mich was Bestimmtes so aus dieser Geschichte der Möwe Jonathan. Und da habe ich Verbindung aufgenommen. Wie bemerke ich, dass meine Geistführer gerade bei mir sind oder sind sie immer bei mir? Ja, Janina, das ist eine gute Frage. Die sind immer bei dir. Die kannst du bemerken einfach, wenn du in die Stille gehst. Ja, wenn du in die Stille gehst und die bittest halt zu dir zu kommen halt. Und manche haben ein inneres visuelles Bild, andere haben, das ist bei mir eher so ein Gefühl, da ist jemand dann in der Nähe. Und du kannst natürlich dann auch einfach eine Frage stellen, vielleicht irgendetwas, was dich gerade sehr bewegt. Und bist einfach neugierig, welche innere Antwort dann kommt. Wichtig dabei ist, ne, so, auch wenn das Gefühl ist, eigentlich kommt die Antwort so aus mir heraus, das kann schon sein. Ich stelle es immer fest, wenn ich so Gedanken bekomme, wo ich mich nachher frage, na, sowas konnte ich eigentlich nicht denken, dann habe ich immer das Gefühl, das kommt von jemand anders. Ne, so. Oder man, einige haben, sind inspiriert, haben Inspiration oder plötzlich hat man eine Idee, was man so als nächstes machen kann, ne? So, sei es mit seinen bestimmten Themen, Beziehungen, Beruf und ähnliches. Und wenn gerade so und so, dann glaube ich halt, dass da die geistige Welt da auf uns wirkt. Also die wollen natürlich auch jetzt uns nicht irgendwie, die wollen es nicht lenken, ne? Die wollen es nicht, die haben jetzt keinen Plan, du sollst da und da hingehen, sondern und sie sind schon eher in so einer Ratgeberfunktion drin, weil wir sollen ja hier auf Erden unsere eigenen Erfahrungen machen, unsere eigenen Lernerfahrungen machen. Genau, das kenne ich mit dem Gedanken, genau. Manchmal, ne, kommen so Gedanken, sagen, Mensch, wo kommen die her? Ne? So, dann war es vielleicht ein Seelenführer, ne? So. Oder vielleicht, ja, passiert mir oft. Ja, schön. Das ist schön. Das ist schön, genau. Ja, das, wo du das gerade sagst, halt, ich hatte
wie nimmt man die wahr? Ich habe da, das habe ich jetzt gar nicht vorgehabt zu erzählen, aber es passt gerade, weil da, Janina, du hast das gerade so angestoßen. Ich habe mal so einen Vortrag von der Jana Haas besucht und die ist ein Engelmedium. Ne? So, und als ich sie gehört habe, hatte ich wirklich das Gefühl, dieser Raum ist auch voll mit Engeln. Sie hat das so lebhaft beschrieben und danach wurde ich so ein bisschen traurig und sage, Mensch, warum sehe ich die nicht? Ne? Also ich würde auch gerne Engel sehen. Ne? So alle sehen, nicht alle, aber einige sehen halt diese Engel und einige können das von Geburt an oder von Kindheit an und ich sehe die irgendwie nicht. Und genau, habe auch ein Buch damals von ihr gehabt oder eins gekauft noch und bin zur Signierung hingegangen und habe das signieren lassen von ihr. Sie schaute mich dann an, sie hat jeden angeschaut, ne, schrieb dann was in Signierung drin und der Satz weiß sie auch noch, der steht da in dem Buch drin, die Engel kommunizieren mit dir. Und ich dachte, ja, schön. Glaube ich auch irgendwie wohl, die kommunizieren mit dir. Und, so. Und dann habe ich das gemacht, das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Dann habe ich das gemacht, ich habe dann wirklich zu Hause mich dann still hingesetzt. Das war an einem Sonntagnachmittag, weiß ich noch, das war für mich allein im Raum, war auf einer Couch und war immer noch so erfüllt von diesem Vortrag, weil Engel waren so für mich nochmal eine neue Welt. Und dann habe ich gesagt, lieber Schutzengel, weil Jana uns erzählt hat, ne, der Schutzengel ist so am nächsten so auch noch, das ist eine andere Funktion. Sagt, gib mir mal ein Zeichen, dass du da bist. Und dann habe ich so eine ganz, ganz schöne, leichte Energie auf der rechten Schulter gespürt. So, da ich Energien ganz gut spüren kann, auch über die Arbeit mit Reiki, die ich damals gemacht habe, wusste ich, das ist eine andere Energie als eine Reiki-Energie oder eine sonstige Energie. Da wusste ich wirklich, das fühlte sich wirklich, ja, fühlte sich wie eine Engelsenergie an. Und dann wusste ich, ja, das da. Also man sich das so ein bisschen, wir nehmen uns das meistens ja zu wenig Zeit für solche Dinge. Ne? Häufig holt uns der Alltag so ein oder so. Dann bekommt man auch solche Erlebnisse, ne? Solche Erfahrungen und am leichtesten natürlich, wenn man gar nicht so das erzwingen will, sondern so ein Stück weit das auch offen lässt und ja, so das auf sich zukommen lässt halt. Ne? Ja, ich glaube, ich gucke mal auf meine Liste hier. Ich glaube, ich habe eigentlich so alles erzählt, was ich euch dazu erzählen wollte. Doch, vielleicht noch eins. Also wir arbeiten in unserer Arbeit sehr eng mit der geistigen Welt zusammen. Also es das bedeutet, dass wir vor jeder Rückführung, vor jeder Fernsitzung, jeder Seelenreise halt ne, auch die geistige Welt um Unterstützung bitten. Das machen wir halt unabhängig, ob auch unser Klient oder Klientin, meistens ist eine Klientin, ne, dran glaubt oder nicht, sondern ist es wie so ein, gehört das einfach dazu. Wir wissen, dass sie da sind und es ist eigentlich ganz schön, dass man auch nochmal sie einlädt und bittet. Und die helfen uns, ne? So, wenn die in Rückführung sind und dann gucken wir, ob der Seelenführer der Klientin sich auch zeigt, ne? Und gehen da auch in Kommunikation mit denen und fragen auch, was zu tun ist. Oder wenn wir in unserer Arbeit eine Fernsitzung machen, ne? So, dann haben wir auch unseren Seelenführer bei uns und die helfen uns sozusagen auch über den Prozess dann hinaus. Ja. Ja, Annette, ich habe das so ganz spontan gemacht. Also wie ich das gerne mache, weil es war gerade ist gerade noch so ein bisschen kühl, aber noch so gut. Ich wollte es ja auf der Terrasse machen, aber wird alles gespeichert und du kannst es gleich nochmal. ja, das sagt man dann so. Ja, ich wird gleich gespeichert und kannst das alles nochmal in Ruhe dir anhören. Genau, und der Seelenführer kann auch für jeden unterschiedlich aussehen. Genau, ich habe noch
Ein Erlebnis möchte ich noch zum Abschluss mit euch teilen. Wir hatten mal eine sehr, sehr junge Klientin, die war 16 Jahre alt und war auch da sehr offen und konnte auch sehr gut schauen. Und die hat ihren Seelenführer auf dem Skateboard gesehen. Ne? So. Also wie gesagt, die zeigen sich so, wie man es braucht. Und für einen 16-jährigen Teenager war der halt auf dem Skateboard. Und es gab halt auch in der Rückführungssitzung so einen Moment, wo sich noch eine weitere Tür zeigte und die war verschlossen über so ein Schloss. Also da hingen so richtig dicke Schlösser dran und wir wussten beide denn nicht, soll sie da jetzt durch und nicht. Und dann habe ich einfach ihren Seelenführer gebeten, uns da zu helfen. Und dann hat sie erzählt, dass er mit einem Zauberstab gekommen ist und diese Schlösser dann aufgelöst hat. Ne? Die sind dann abgefallen. Dann konnte sie durch die Tür gehen und das Leben, was sie dann gesehen hat, war auch sehr, sehr wichtig und musste sich auch nochmal zeigen. Also so arbeitet die geistige Welt wirklich da mit. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich für eure rege Beteiligung und genau, für alle, die sich jetzt später eingeschaltet haben, das macht nichts. Ne? Wie gesagt, das speichere ich jetzt ab und dann könnt ihr euch das anschauen und gern auch noch Fragen, Kommentare darunter schreiben. Die beantworte ich dann gerne. Und dann ja, sehen wir uns bei nächster Gelegenheit. Okay, bis dann. Tschüss.